Hallo zu einer neuen Folge Mad Hunter. Oh, da ist ein kleiner Fisch. Mit diesem grünen Punktchen. Ich will so schön grün sein wie du. So, ich habe mir eben was geguckt und mir ist was aufgefallen. Ich war dumm. Wieder verkehrter Knopf. Okay, einfach mal raus. Ja, wir haben andere Körpers. Körper, ne? Andere Körper. Ja, einmal den Knochending, ne? Was ich gesagt hatte letztens, den ich aber nicht gefunden hatte. Und das Schatten. Wo wir jetzt auch diesen. Ja, ich glaube, da haben wir Die die Grotte Treppe schon. ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Okay. Hier, den hier haben wir ja. Schattenflossen, ne? Mit dem Gift. Wie ihr gesagt habt, das gefällt mir ganz gut. Und wenn wir jetzt hier auf den Körper gehen, da haben wir einmal die hier, den Knochenkörper. Drücke Y, um zu aktivieren. Ach so. Ach so. Das ist jetzt der Knochen. Oh. Okay. Der sieht jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, aus. So ein bisschen. Na, so sieht er jetzt aus. Bisschen grau und ja, keine Ahnung. Was hatten wir denn da? Tigerkörper. Aber bei den Tigerkörper gibt es nichts. Also keine, nicht mehr Ausstattung. Bei den Knochen haben wir eigentlich die Zähne auch noch, oder nicht? Ja, genau, die Knochen hier. Ne? Knochenzähne hätten wir noch. Aber das hier. Knochenbrecher. Knochenbrecher verwandelt dich in eine knöchige Ramme, wodurch du Boote wie Glatze trümmern kannst. Okay. Und das ist Schatten. Die Schattenform verlangsamt die Welt um dich herum. Sie erzeugt zudem jedes Mal eine Giftsaura, wenn du einen Spurt durchführst oder ausführst. Wir werden dadurch schneller. Geschwindigkeit, Sprint und so, ne? Also das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ich schalte das mal aus. Jetzt sind wir so dunkelgrau. Das gefällt mir schon besser, ne? Dazu gehören ja auch diese Flossen, die wir jetzt da haben, ne? Also das gefällt mir schon ganz gut. Na, hier kriegen wir halt mehr Proteine und sowas haben wir ja mehr gekriegt. Ja, ich verbessere das mal. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Werden wir noch schneller? Ich verbessere mal so weit, wie es wieder geht. Ne, warum nicht? Glaube, das war es dann auch schon. Ne, müssen wir nochmal verbessern. 20% schneller, da. Das war's. Wir sind hochgelevelt. Also das andere können wir dann wahrscheinlich auch mal ausrüsten oder so und dann ausleveln. Das habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich schon wieder nicht so drauf geachtet. Wie sehen wir denn jetzt aus, Alter? Wir sind übrigens 4,80 Meter. Wir brauchen einen Schwanz noch. Und einen Kopf. Alter, ey. Okay. Unsere Bertha ist gerade mal. Ja. Ein Monster geworden, oder? Hallo. Boah, die sieht aber. Und dann noch mit den blauen Zähnen, ja. Ne? Alter, das ist ja brutal.
Ich würde sagen, ich versuche mal diese drei Fragezeichen noch zu machen und dann werden wir mal hier irgendwie, ja, uns mal woanders hin verziehen. Würde ich mal so sagen. Alter, nur. Das ist einfach nur noch. Ich glaube, die ist schon brutal, oder? Die auch leuchtet jetzt, Alter. Das war nicht schlau, was die Menschen getan haben. Ganz und gar nicht. Wenn wir. Hallo? Okay. Hier. War da noch irgendwo was? Da? Achso. Auch da unten. Da! Kann man noch durch, wa? Auch nicht. Wie kommt man denn da hin? Ohne wie man da jetzt durchkommt. Achso, und das Ding, das ladet sich auch immer wieder auf, ne? Okay. Achso, ich wollte eigentlich gucken, wo das noch ist. Bin ich einfach weggeschwommen. Ich davon ausgegangen bin, dass wir irgendwie von hier aus dahin müssen. Aber ich weiß es nicht. Genau. Kann auch sein, dass das einfach schwachsinnig war. Weil das eigentlich jetzt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke mal, wir schwimmen mal ins Ozean. Ich muss mal gucken, was da los ist. Ich bin wieder da. Das steht immer noch gegen den irgendwas da kämpfen. Was heißt denn das jetzt? Das sind die Landmarken. Da fehlt uns noch einer für Schattenzähne. Wo ist denn der eigentlich? Wann kommt der denn eigentlich zu tragen? Adrenalinflossen. Okay. Ich brauche nur eine Hai vor der Kamera zu töten. Okay. Ich brauche so ein bisschen Flossen hier. Munition aufgeladen. Deine Spitzenfähigkeit hätte. Wir könnten sonst hier in der Bucht normale Menschen fressen, weil wir gerade hier sind, ne? Ich hänge hier fest. Toll. Spring kann ich, oder was?
das ist doch nervig hier, was ist denn los hier? Nehmen wir den hier. Nehmen wir hier. Oh, komm hier nicht. So, das ist einer. Dem Haiweibchen läuft die Zeit davon. Denn die Jäger sind bereits mit ihrem Sprengstoff auf dem Wasser und ihr Geduldsfaden ist kurz. Nur noch drei zerlegen dir. Mich früher immer hier zum Segelunterricht gebracht. Er saß auf seinem Trawler, wedelte mit seinem Jagdgewehr und schrie mich an, schneller zu segeln. Ja, warum nicht? Kann ich... Okay, das haben wir jetzt. Was brauche ich? Wir können da mal hinschwimmen. Oder wir schwimmen an der Küste. Und dann gucken wir mal, was für uns noch passiert. Nö. Können wir einfach mal machen, weil das ja auch nicht. Genau. Ich glaube, sind wir sowieso ziemlich ziellos, sag ich mal so. Oder barrierelos. Hä? Da oben müssen wir auch noch irgendwo hin, ne? Probably right under me. Okay. Well, that kind of sucks. Es scheint, dass Port Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Vorerst. Älteres Tier vor der Regel. Also wir müssen hier sowieso nochmal wieder her, ne? Also von daher. Port Clovis? Ist das nicht hier der eine hier? Nö. Oh. Naja, egal. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind hier. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, jetzt schwimmen wir einfach mal hier weiter. Oh. Oh, was haben wir denn da? Wir streuen also komische Stacheln aus. Ach ja. Prosperity Sands verfügt über glitzernde weiße Strände, die für das alleinige Vergnügen der Ultra-, Mega- und Superreichen abgezäunt sind. Okay, wir sind jetzt hier. Ja, dann ist das ja gut. Dann forschen wir uns mal. Hier. Wir bleiben mal hier. Obwohl die Strandbank. Ich weiß nicht. Ja. Wir gucken mal. Aber hier ist noch nichts freigegeben, oder? Dürfen wir überhaupt noch schon hierher? Guck mal, weil wir hier noch gar nichts haben zum Auffressen. Dieser Trimaran verlief sich auf seiner Reise in das mythologische Trockene, wie bereits viele vor ihm. Okay. Ich krieg's aber trotzdem noch nicht frei, noch nicht angezeigt. Wenn wir schon zu früh hier sind. Vielleicht sind wir zu früh hier. Aua. Das hat schon was.
Das hat schon was. Das, ja. Aber wir haben hier eigentlich noch nichts zu verloren. Ja. Ah doch. Wird doch schon angezeigt. Okay. Aber wo jetzt unsere Hülle ist, das geht schon. Oh, guck mal hier. Steinkreis. Als die Bewohner von Port Clovis entdeckten, dass ihre Stonehenge-Nachbildung astronomisch falsch ausgerichtet war, warfen sie sie wütend ins Meer. Oh, okay. Wo man denn sowas? Hallo? Okay, jetzt sind wir schon wieder in der Höhle. Okay. Sind das so schlau? Im Laufe des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Kann man nicht hier lang? Doch, doch. Okay. Wir sind gleich auf Level 25, ey. Ich glaube, wir schwimmen wieder rauf. Nee, doch nicht. Ich glaube, ich bin da. Dahin? Ist wo? So. Okay. Kann ich hier schwimmen, da schwimmen? Der Bullenhai besteht als unersättlicher Fisch zu 90% aus reinem Appetit. Okay. Übrigens Appetit. Ich habe auch so langsam Hunger. Die Konzentrationen von Metallen und Kohlenwasserstoffen im Wasser zeigen, wie weit der Golf sich verändert hat, seit Amerigo Vespucci 1497 hier ankam. Wir sind im Golf, Leute. Selbst die Technologie auf Gasorpasorp ist hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit nicht bedenkenlos. Okay. Ja, oder auch nicht ja. Ein Pottwall. Nein, das war verkehrt. 45 ist Pottwall. Okay. Ich glaube, wir verziehen uns mal hier und machen hier noch mal ein bisschen weiter, oder? Ich glaube, wir... 18 Minuten, schaffen wir das dahin? Ist der überhaupt lieb? Aua! Der ist nicht lieb! Okay, der Pottwall ist auch für uns gefährlich. Dank leistungsfähiger Software zur Risikobewertung wissen wir nun, dass dies ein ausgesprochen dämlicher Ort für den Bau von Ferienhäusern war. Okay, ja.
Oder was man jetzt? Man sollte nicht überall hinschwimmen, wo man sich denkt, wo man hinschwimmen kann. Manchmal ist auch etwas für unsere Beta zu schwer. Oder halt zu groß. Oder zu stark. Wenn man einmal akzeptiert, dass unsere moderne Industriekultur nur eine von vielen ist, die Aufstieg und Fall erlebten, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen entgegensehen. Und wir sind gleich wieder in der Bucht. Dann bleiben wir mal ein bisschen in der Bucht, würde ich sagen. Wir sind gleich wieder da, wo wir hingehören. Nein, weiß ich nicht. Ab 1946 begann WZUZ mit der Live-Übertragung der Country-Varieté-Show Hillbilly Hayloft Hoedown von Pier 1. Okay, gut. Ja. Ja, komm, wir nehmen den hier noch mit nach Hause. Ne? Und dann geht aber auch hier finito mit der Folge. Dann haben wir bestimmt schon knapp 30 Minuten. Aber ja. So. Den, 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 den. Greifen den Menschen an, wann und wo auch immer sie sich begegnen. Die Luft ist von schrillen Alarmen elektronischer Fußfesseln erfüllt, als die Haifischjäger losziehen, um unser Bullenhai-Weibchen aufzuspüren. So. Bekannte Lebensraum des gefleckten Küstensperlings. Aber wie ihr wisst, sind sie 2007 ausgestorben. 2007 erst? Aber wenn so umso größer sie wird, umso unwendiger wird sie, ne? Hi, it's false alarm, just alarm. Bertha. This is my least favorite part of. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Vor allem still, ne? So, gehen wir mal hier wieder in eine schöne Höhle rein. Ein Ruheort ist ideal für den Hai, um zu meditieren und seine wahre Potenzialität zu erreichen. Ja, das stimmt wohl. Was haben wir jetzt hier? Okay, 35, können wir das erst machen? Steht hier was? Nö. 4,80 Meter sind wir jetzt schon, Alter. Können wir noch mal was nachschauen? Ja, wir haben hier noch was. 92%. Eine wäre das, glaube ich, noch das Schild. Die beiden. Und hier haben wir noch älteres Tier. Siehst du, da können wir, glaube ich, noch gar nicht hin, wegen älteres Tier. Ja, wir haben da noch was. Ja, ein bisschen nur haben wir noch. Ja, also da geht es erst zum Schluss hin. Wir werden uns jetzt bei hier so, ja, weitermachen, ne? Aber damit würde ich sagen, beende ich diese schöne Folge mit unseren
schöne Bertha hier, die jetzt ein bisschen die Evolution durchgemacht hat. Vor allem ein bisschen. Ja. Mehr gibt es noch nicht zu erzählen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.